Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's um diese kleine Zuckermaus hier. Das ist ja die Mel, die kennt ihr und die habt ihr lange nicht mehr gesehen. Und die Mel hat jetzt auch eine neue Mama gefunden. Ja, warum und weshalb und was wir hier jetzt machen, das erzähle ich euch alles nach dem Intro. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, die Mel hat eine neue Mama. Warum? Weil ich einfach den Bezug zu ihr verloren habe und dadurch, dass ich jetzt schwanger bin, einfach meine Sammlung ein bisschen auflösen möchte. Und deswegen bleibt nur noch der Benetton. Der Louis sucht auch schon eine neue Mama. Und die Mel hat jetzt, wie gesagt, eine neue Mama gefunden. Die liegt jetzt hier neben mir und wird jetzt fertig gemacht zum Reisen. Ich habe hier ihr Outfit, was sie mitbekommt. Und hier habe ich noch zwei Sachen, die halt eben sehr personalisiert sind. Und zum Beispiel einmal ihr Schnuffeltuch, wo Mel draufsteht, das bekommt sie mit. Und dann wurde auch noch die Schnullerkette gewünscht, wo eben ja, Mel draufsteht, dass sie die eben auch nochmal mitbekommt. Und deswegen legen wir die auch mit bei natürlich. Und hier habe ich eben die Outfits. Sie bekommt so einen süßen Body an von H&M und so einen richtig süßen Strampler mit so einem kleinen Elefanten drauf. Total niedlich. Und deswegen ziehen wir sie jetzt um. Sie brauchen noch eine neue Windel. Und dann müssen wir sie halt einfach reisefertig machen. So ein bisschen, ja, so ein kleines Umziehvideo, das letzte Umziehvideo sozusagen von Mel. Und wir machen sie jetzt reisefertig. So, dann haben wir hier schon mal eine neue Windel von Pampers, die ganz klein. Und würde ich sagen, ziehen wir einfach mal zuerst die kleine Mel um. Und dann, also wenn wir wechseln erstmal die Windel, weil die Stoffwindel wollte ich sehr gerne behalten hier. Sie hatte ja bis jetzt immer diese Stoffwindel um. Und jetzt kriegt sie eine normale Windel. Mir tut es wirklich sehr, sehr weh, sie wegzugeben, weil sie war einfach, oder sie ist einfach so ein top-rebornes Baby. Sie ist einfach so unglaublich süß. Da muss ich gleich noch ihre Zertifikate und natürlich ihre Bauchplatte rausholen, weil eine Bauchplatte hat sie ja auch. Dass wir da bloß nichts vergessen. So, Schuppi-Mausi. Genau, jetzt wollte ich euch noch einmal kurz die Maus zeigen. So ein kleines Detailvideo. Also sie hat echt eine richtig, richtig schöne Färbung. Ihr seht es bestimmt auch. Also sie hat, ist echt eine krasse Färbung. Aber ihre Füße sind so süß. Richtig schön ist die Maus. Und sie ist auch einfach. Sie fühlt sich super an. Ihre Beine sind super beweglich, wenn man so guckt. Das hat man kaum bei einem Reborn-Baby. Und ihre Färbung ist halt eben einfach total schön. Richtig, richtig süß. Gemacht wurde sie von Beatrix Bungert. Und gekauft habe ich sie, ich glaube 2015. Ich weiß es gar nicht mehr. So sieht sie aus. Hat so ein kleines süßes Haarpainting und ihre Ohren sind so schön. Sie sehen so real aus. Richtig schön. Das ist eben ihr Haarpainting. Und jetzt so ganz, ganz kleine zarte Wimpern. Und ihre Hand sieht richtig real aus, finde ich. Das sieht richtig krass aus. Also die kann man kaum von irgendeiner, von einer echten Hand unterscheiden. Das ist wirklich sehr krass. Genau, und sie liegt halt wirklich super am Arm, wenn ihr guckt. Also der Kopf fällt nach hinten und sie liegt so schön im Arm. Man kann sie auch richtig schön hinlegen, wie so ein echtes Baby eben. Das ist so süß. Und wenn es hier irgendwelche Geräusche gibt, meine Katze liegt hier unten. Genau. So, jetzt hat die Maus auch schon eine neue Windel. Und dann gibt es erstmal einen neuen Body. Ich habe mir gestern auch noch ein paar alte Videos angeguckt mit ihr, wo sie gekommen ist. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Das Video, wo sie eben zu uns gekommen ist, also das Box Opening. Das war auch richtig, richtig schön. Da habe ich mich so gefreut. Und zuerst hatte ich einfach keinen Bezug zu ihr. Das war ja ganz schlimm. Und dann habe ich mich einfach so in sie verliebt. Das war so schön. Und ich habe sie damals überall mit hingenommen. Sie war wirklich so das Top-Baby. Und das war eigentlich so die, sie war so die Entwicklung zu, ja, von Reborn-Baby zu wirklich Top-Reborn-Baby. Also Lennox war ja gar nicht so gut gemacht und Jaden war halt irgendwie eine Steigerung und Mel war dann wirklich das Beste. Und ich glaube, sie ist wirklich nach Louis auch bis jetzt das Top Reborn, was hier in meinem Zimmer liegt.
Und ich bin echt traurig, sie wegzugeben. Und nein, heißt nicht, dass ich sie ja behalten könnte. Nein, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die zu verkaufen. Und die neue Mama ist auch eine ganz, ganz liebe und die freut sich auch schon total und wartet schon sehnsüchtig auf die Maus. Deswegen machen wir sie jetzt auch ganz schnell fertig, damit sie ganz schnell loskommt zu ihrer Mama. Siehst du sie so? Da guck ich das mal an. So süß. Sie ist immer so tiefenentspannt. Ich finde, sie strahlt immer so eine Ruhe aus. Total schön. Und es war auch total schön, als wir Beatrix Bungert in Münster getroffen haben. Und da hatte ich Melgard auf dem Arm und dann kam sie von hinten. Oh, meine Evangeline. Und total begeistert hat sie nochmal auf den Arm genommen. Haben wir so ein bisschen gequatscht. Das war auch richtig, richtig schön. So, Mausi, jetzt hast du schon mal einen neuen Strafplatz. Ich finde es ein bisschen zu groß, aber es ist so süß. Ich liebe das, wenn Mel irgendwelche zu großen Sachen anhat. So. Oh, hier sind ein paar Haare. So sieht die aus. So geht sie jetzt ihrer neuen Mama. Wird gleich noch schön eingepackt, in eine Decke eingewickelt, damit bloß nichts passiert. Aber wir müssen jetzt erstmal noch die Bauchplatte holen. Genau, das ist eben ihre Bauchplatte. Die hat auch ein Geschlecht und die ist halt auch richtig schön gemacht und ist halt perfekt für sie, ja, angepasst. Also die passt ihr wirklich sehr gut und die kommt natürlich auch dann noch damit zu. Das legen wir ja alles zusammen, damit da bloß nichts verloren geht. So, und dann war es das, glaube ich, auch mit dem Video. Kleine Mausi. Ich vermisse sie jetzt schon total. Ne? Also wenn man was mit ihr macht, dann ist es wirklich herzerreißend. Aber wenn man dann nichts mit ihr macht, dann ja, möchte man sie gern verkaufen. Aber das, glaube ich, kennt jeder, wenn man ein Baby verkauft und das dann das letzte Mal sozusagen benutzt. Das tut, glaube ich, immer weh. Genau, und dann verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, gerne mal bei dem Box-Opening vorbei, wer da uns noch nicht so lange kennt. Das war auch richtig schön. Da war sie so richtig schön eingepackt und es war richtig süß. Genau, und dieser Blick, ne? Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.